nämlich bei Bagatell- und Verkehrsdelikten. Am Bericht von Stefanie Gerrissen, 6.50 Uhr, jetzt 10 Minuten vor 7, hier ist MDR Info. Aus Island hört man in der Regel nicht allzu viel, vielleicht mal etwas, wenn ein Vulkan ausbricht. Vielleicht erinnern Sie sich auch noch daran, wie die Finanzkrise ab 2008 das Land in die Knie gezwungen hatte. Vielleicht waren Sie aber auch selbst schon dort und haben damit dann eigentlich auch dazu beigetragen, dass es dem Land heute wieder wesentlich besser geht. Der Tourismus hat geholfen, das Land wieder sozusagen auf die Spur zu setzen. Vor 10, 12 Jahren hatte Island noch so 300.000 Touristen pro Jahr. Mittlerweile kommt man da an den Bereich der Millionen. Das allerdings ist für die Insel womöglich zu viel des Guten. Island ist nicht mehr Island. Wer kann das besser beschreiben als jemand, der jedes Jahr vom Berufswegen mehrere Male dort ist, der dorthin fliegt, um die wirklich atemberaubende Landschaft zu fotografieren? Deswegen dazu gleich ein paar Fragen an den Schweizer Landschaftsfotografen Stefan Forster. Zuvor ein paar Sätze zur Vorstellung. Als Schweizer hat Stefan Forster die Top-Fotomotive quasi direkt vor der Haustür. Aber Berge allein sind für tolle Bilder natürlich nicht genug. Entsprechend stellt er sich auf seiner Homepage vor. Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Forster, ich bin von Beruf Landschaftsfotograf und das hier ist mein Büro. Und zeigt schlicht in die Landschaft. Die also ist sein Büro, in dem er die meiste Zeit wartet. Nächtelang im Schlafsack, nächtelang ganz allein, nur damit er am ganz frühen Morgen im perfekten Moment am perfekten Ort vielleicht das eine Foto schießen kann. Und das nicht nur in den Alpen, sondern rund um den gesamten Erdball. In Namibia, auf den Seychellen, im Himalaya, in Neuseeland, Patagonien und so weiter und so fort. Und natürlich war er schon unzählige Male in Island. Jetzt im Interview der Landschaftsfotograf Stefan Forster. Der kann auch so Deutsch sprechen, dass wir es alle verstehen, Herr Forster. Island hat also erst einmal das richtige Medikament genommen, nur halt in Überdosis. Was ist das Problem mit den Touristen? Also ich denke, das Problem ist nicht mal unbedingt die Anzahl der Touristen, sondern die Art der Touristen, oder? Also Island war ja so ein Rückzugsgebiet für Naturliebhabende, solche Leute, die im Urlaub gerne allein ungestört waren und die Natur genießen konnten. Und jetzt ist es schon fast so weit, dass in Island oben auch diese Selfie-Sticks verkauft werden, wie sie in Venedig oder auch eben auf den Ballermann-Inseln so gang und gäbe sind. Der Massentourismus, diese Bustouristen mit den Selfie-Sticks, die vertreiben immer mehr die naturliebhabenden Touristen. Und verprellen auch die Einwohner? Wie macht sich denn dieses zu viel des Guten bemerkbar auf Island? Man erkennt die Überforderung bei den Isländern hauptsächlich daran, dass sie überschnell reagieren auf einzelne Zwischenfälle. Beispielsweise wurde jetzt an der Südküste in Reynisfjara vor einigen Wochen ein Chinese von den Wellen erfasst. Also dieser Basaltstrand bei Vikzu ist wirklich sehr gefährlich und der wurde erfasst, hinausgetrieben und ist dann gestorben. Und Island hat jetzt kurzerhand so reagiert, dass beispielsweise dort Wächter stehen, die dafür sorgen, dass niemand mehr in die Nähe des Meeres kommt. Das heißt jetzt für den, ich sag mal, normalen Touristen, dass er jetzt auch manche Dinge, die er vielleicht bei Ihnen auf den Fotos schon bewundert hat und deretwegen er vielleicht sich gesagt hat, das will ich auch mal nach Island fliegen, dass er die in Natura gar nicht mehr zu sehen bekommt? Also ich würde sagen, zu sehen bekommt schon, aber mit viel größerem Aufwand. Beispielsweise dieses abgestürzte Flugzeug, diese DC-3, die sich da im schwarzen Sand befindet an der Südküste, da wurde jetzt kurzerhand dieser Weg total blockiert. Das heißt, man darf dort nicht mehr runterfahren. Jetzt muss man einfach hinlaufen. Und es ist auf der ganzen Insel sind genau diese Punkte zu sehen, dass diese Freiheit, die vor allem mich auch an Island so fasziniert hat, plötzlich in Kanalisierung der Touristenströmen endet. Und wie schlimm ist das für Sie als Fotograf? Man könnte ja auch mutmaßen, naja, also so schlimm kann es ja eigentlich nicht sein, weil die ganzen Highlights, die hat er ja sowieso schon alle 1000 Mal fotografiert. Es ist so, also als Fotograf ist das Ganze noch ein bisschen komplizierter. Heutzutage kann man ja als Berufslandschaftsfotograf nicht mehr nur davon leben, dass man die Bilder verkauft. Der Bilderpreis ist im Boden und mittlerweile sieht man das auch bei all den anderen bekannten Fotografen, die bieten alle Workshops und Reisen an. Und wenn ich jetzt, ich lebe zu einem großen Teil von Island-Fotoreisen und wenn ich meinen Leuten, also meinen Kunden mit Bildern Versprechen abgebe, dass es dort so ausschaut und ich komme
komme dann gar nicht mehr hin, weil das verboten wurde, dann ist es schon noch schwierig. Allerdings muss ich sagen, bin ich ja selbst mit meinen Fotografien und meinen Fotoreisen schuld daran, dass Island so touristisch geworden ist. Und da sagen Sie sich wirklich selbst, also Sie sind schuld, oder denken Sie auch eher so ein bisschen, naja, es sind ja möglicherweise auch viele, viele andere Fotografen da, und wenn Sie sich deren Bilder angucken, dann kann man sich ja vielleicht auch manchmal sagen, na gut, wegen der Bilder hätten Sie auch nicht kommen brauchen. Ja, also, nee, es ist nicht so, dass ich als Stefan Forster schuld bin, sondern mehr, dass ich als Fotograf schuld bin an dieser Tendenz, aber nicht alleine, selbstverständlich, denn, also ganz, ganz klar gesagt, Island betreibt auch extrem stark Werbung mit Filmen wie Batman Begins, Tomb Raider, Prometheus und Game of Thrones und so weiter und so fort, die in Island gedreht wurden. Und Island ist wirklich in der Überpromotionsphase. Island betreibt solch starke Werbung, dass im Winter Island auch schön sei wegen diesen Nordlichtern. Und jetzt stolpern da ganze Tourbusse rum mit 50 Fotografen drin, die in der Nacht die Stative aufbauen und dann ganze Stativwälder entstehen wegen den Nordlichtern. Also ich denke, alle, die am Tourismus in Island Geld verdient haben und wirklich viel Geld daran verdient haben, haben natürlich dazu beigetragen, dass eben ja Island so extrem touristisch geworden ist. Meint der Landschaftsfotograf Stefan Forster. Wenn Sie selbst ein paar Island-Fotos sehen wollen von ihm, unter stefanforster.com können Sie das tun. Damit 6.57 Uhr. Und heute im MDR Fernsehen.